Lebst du hier in Berlin? Ich bin geboren in Neukölln. Rixdorf hieß es früher, aber Neuköllner bin ich geboren 1969 im Mariendorfer Krankenhaus, Frauenkrankenhaus. Ich lebe im Kaskelkiez. Das ist quasi Friedrichshain, aber hinterm Ostkreuz. Also es gehört offiziell schon zu Lichtenberg. Ein gutes Jahr wohne ich jetzt hier. Kreuzberg oder Berlin? Erstmal in Berlin. Ja. Nicht ganz so lange wie er, aber 2,5 Jahre, ja. Seit ich hier geboren bin, ja. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und bin jetzt 20 Jahre alt und lebe jetzt hier schon seit 20 Jahren. Und ich nehme an, dir gefällt Berlin, aber was gefällt dir denn besonders gut? Ich finde, Berlin ist einfach super vielseitig. Dass er einfach die ganze Welt urplötzlich auf einen ganz kleinen Fleck vereint hat. Multikulturelles Zusammenleben, das ist am besten hier. Hier gibt es einfach alles, ja. Alles, was man braucht, Art, Mods, alles. Dass es halt so viel unterschiedliche Sachen gibt. Also ich muss sagen, Berlin ist multikulturell und hat auch viele Anlaufpunkte für und so weiter. Ja. Also man sollte immer die Fassung bewahren und hier kannst du so viel erleben. Ja. Also da ist der Inder, da hinten ist der Türke. Ja, und es ist einfach Multikulti und man sollte auch so frei im Kopf sein und das auch vertreten, wenn man hier lebt. Ja, jeder kann hier eigentlich tragen, was er will, solange er die anderen Leute nicht belästigt, wird das eigentlich meistens auch sehr, sehr tolerant aufgefasst. Also was ich cool finde, ist, es ist eine bunte Mischung und jeder kann so sein, wie er will und wird trotzdem nicht irgendwie von anderen komisch angeschaut. Und gibt es auch irgendwas, was dir an Berlin jetzt nicht so gut gefällt, wo du sagst, Mensch, das ist verbesserungswürdig? Ja, kann man so sagen. Man könnte die Stadt erstmal waschen. Ja, dass man nicht in die Spree baden gehen kann. Ja, also gerade Gentrifizierung, was eben gerade groß im Kommen ist, das heißt eben Städteaufwertung, alles wird teurer, man kann sich nirgendwo mehr hier irgendwie eine Wohnung leisten. Was mich besonders stört, dass man, wenn man Obdachlose in der Straßenbahn oder in der U-Bahn trifft, dass manche Leute wirklich angeekelt weggehen und sagen, ist ja ekelhaft. Das finde ich äußerst widerlich. Lichtenberg. Ja, wirklich, der Ostteil der Stadt, also da ist noch sehr viel Rassismus vorhanden. Ständig gibt es hier Ärger, ja. Die Leute sollten entspannt sein, immer lieb und am Wochenende gerade korrekt drauf sein. Ja, das ist halt irgendwie eine Großstadt. Manchmal bedrängt die einen auch so ein bisschen, manchmal kommt man sich auch so klein und unbedeutend vor. Was könnte man an Berlin bzw. speziell an Kreuzberg noch verbessern? Ja, da fällt mir jetzt speziell nichts ein. Nein. Man könnte Geld aus der Staatskasse entnehmen aus den anti-linksradikalen Organisationen und könnte dieses Geld verwenden, um die Stadt zu waschen und anti-rechtsradikale Organisationen zu unterstützen. Ja, ich denke halt eben, dass die Menschen auf jeden Fall sich zusammenschließen könnten, probieren einfach eigene Sachen aufzubauen. Die Bildung. Also die Bildung nicht im Sinne von Schulwissen, sondern die Bildung dahingehend, dass Menschen von Anfang an lernen müssen, dass sie ohne einander nicht leben können. Man soll sich nicht zu sehr mit der Politik in anderen Ländern beschäftigen, sondern eher mit der Politik in unmittelbarer Umgebung. Ja, einmal selbst und Orte zu schaffen, wo man das selbst erlernen kann, wo Menschen wieder lernen können, solidarisch miteinander umzugehen. Man muss Perspektiven von allen Richtungen wahrnehmen und auch ein Stück weit sehen können. Man muss sie nicht so machen, aber man muss über den Tellerrand hinausschauen können und man darf nie in seiner eigenen Suppe verkochen. Und es gibt zum Beispiel im Bundestag auch einen Stream der verschiedenen Sitzungen und das gibt es in Berlin auch noch nicht. Jugendclubs einrichten und dann, so wie in der DDR damals, ich bin aber Westberliner, ich fand, das haben die sehr gut gemacht, die haben sich sehr gut um ihre Jugend gekümmert, fand ich so, FDJ-technisch und so, ehrlich. Wenn du einen Film machen dürftest, worum wird es in dem Film gehen? Also, ja, also man kann viele Filme machen, zum Beispiel hier über das Corpus Sator, das wäre zum Beispiel ein total guter Ansatz. Ich will einen Film drehen darüber, wie kann man vielleicht zusammen was erreichen. Ich würde versuchen, einen Film darüber zu machen, die meisten, so viele Menschen wie möglich, die so verschieden sind, wie nur je, so tief kennenzulernen, dass man vielleicht irgendwann einen Punkt für sich selbst findet, zu verstehen und ja, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Irgendetwas Fantastisches oder irgendetwas Schönes und nicht irgendetwas Authentisches, das so Situationskomik auch beinhaltet, aber nicht irgendwie so künstlerisch, sondern so einfach authentisch. Vielleicht über den Rückgang des Nationalsozialismus. Was wäre, wenn es sowas nochmal geben würde hier in Deutschland oder... Ich würde einen coolen Zombie-Film machen, weil ich stehe total auf Zombie-Filme.
Zombies. Ziemlich sicher Zombies. Ja, das ist auch drauf. Ja, Mann. Das ist Ali. Das ist Ali. Das ist das Kreuzberg. Das ist das Kreuzberg.